Mein Name ist Lukas, ich bin 29 Jahre alt und Service Manager bei Computer Center. Service Management bei CC bedeutet für mich, dass man eben die Schnittstelle darstellt zwischen IT und Business. Man verantwortet den Service gegenüber der Kunden, aber man fungiert auch als Bindeglied in dem Sinne zu den internen Service Providern und zu den internen Bereichen. Abwechslungsreich. Es passt zu Personen, die sich breit aufstellen möchten, die sowohl nah am Kunden sein möchten, die sich selbst und den Kunden weiterentwickeln möchten, aber auch das eigene Team, also beispielsweise ein eigenes Projektteam managen möchten und auch im Finance-Bereich eben tätig sein möchten und dort auch gewisse Grundkenntnisse mitbringen, um dann beispielsweise im Monatsabschluss auch dafür zu sorgen, dass die Zahlen stimmen. Die Grundlagen sind wichtig, aber man muss kein Experte auf dem jeweiligen Gebiet sein. Es geht eben darum, zu managen in dem Sinne und dass man eben das Know-how der Kollegen in den Projekten fördert, beziehungsweise dass man die auch dann zu Rate zieht bei Fragen oder beispielsweise, wenn man in einer Kundensituation den Fall hat, dass man den Kunden beraten möchte, dass man eben die jeweiligen Experten intern sucht im Unternehmen und mit ihnen dann zusammen beim Kunden vor Ort oder auch virtuell berät. Dann bin ich auf dem Sportplatz zu finden oder im Winter in den Bergen zum Skifahren oder im Sommer auch noch beim Motorradfahren. Nach Abschluss meines Trainee-Programms kam ich sehr schnell in meine jetzige Kundensituation auch rein. Ich habe da auch zeitnah Verantwortung übernehmen können, in dem Sinne, dass ich da auch Projektteams manage. Und kann mich aber auch in dem Zusammenhang den Kunden sowie auch die Kollegen im Projekt weiterentwickeln und bekomme auch eine Perspektive langfristig geboten, wo es für mich hingeht. Das bedeutet, zeitnah Verantwortung übernehmen, sich selbst auch persönlich weiterzuentwickeln und auch den Kunden weiterentwickeln. Unterstützend und motivierend. Die Abwechslung, die Atmosphäre und eigenverantwortliches Arbeiten. Auf jeden Fall so viel wie möglich mitnehmen, Netzwerken, fragen, wenn was unklar ist und offen sein für Veränderungen und auch ja, für Veränderungen. Weil so kann man am meisten mitnehmen.